So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ihr seht schon Secret Layer Drop The Full Text Lens. Dieses kleine Paket wurde mir zugeschickt von MDG mit Patrick, großartiger Finance Channel, alles rund um Magic und das liebe Geld. Und ja, der hat mir das zugeschickt. Wir hatten da einen ganz kleinen Deal. Dementsprechend freue ich mich mega, euch das zu zeigen. Und nach dem Video hätte ich gerne, dass ihr zu Patrick rübergeht und da irgendwas anschaut. Ob ihr wollt oder nicht, tut das bitte trotzdem. Danke! So, offen. Ja, für mich als Judge, das wird jetzt gleich, das wird richtig cool. Ich habe richtig Bock drauf. Packen wir mal aus. Nehmen wir hier dieses wunderschöne, Papier, schieben es beiseite, ich trage Kratzer auf der Box. Sieht man die Kratzer eigentlich? Ne, sieht man nicht in der Kamera. Schade. Ja, ihr wisst alles, Secret Layer halte ich nichts von. Bin ich nicht so der Fan von. Aber diese Teile konnte ich mir nicht entgehen lassen. Dafür sind die einfach zu cool. Auch hier wie immer der Trick, statt die Karte versuchen aufzureißen, reißt ihr das Ding nur kaputt. Drückt einmal unten, drückt einmal oben, dann habt ihr es befreit und dann könnt ihr es öffnen. Oh, da sind sie. Wunderschön, die viel zu teuren Basic Lands. Weil wir haben zu der Zeit ja auch zum Beispiel von Bob Ross die Länder gehabt, die einfach wunderschön sind vom Artwork her. Und wo man 10 Stück bekommen hat für den Preis, wo man hier 5 bekommt, wo praktisch kein Artwork drauf ist. Gucken wir uns die Länder mal an. Auf allen Ländern müsste dasselbe draufstehen. Alles non-foil natürlich, weil ich möchte ja mein Turnierdeck spielen. Genau. This card name is Plains. Basic is a super type. Was? Basic is its super type. Lands is its card type. And Islands is its subtype. Hier ist es dann zum Beispiel Plains. A deck may contain any number of basic land cards with the same name. You may play this card during your main phase in your turn, while this deck is empty and you have priority. Auf den Karten ist euch erklärt, wann ihr ein Standardland spielen könnt. Was ich einfach großartig finde, was ich hart feiere und einfach super cool finde. Und ja, gerade diese drei werde ich öfter spielen, diese beiden eher weniger. Aber ich finde sie so witzig. Ich finde sie so witzig. Ich finde den Preis unverschämt, aber ich finde die Karten so witzig. Ich finde die richtig witzig, ich finde die cool. Dementsprechend, ja, wenn ihr noch mehr über die Regeln wissen wollt, könnt ihr entweder hier das durchlesen oder halt euren Regeltext durchlesen. Das wird ein kurzes Video, weil wir haben kein Artwork, über das wir sprechen. Wir haben keine Karten, die ich euch erklären muss. Ich könnte euch jetzt noch weiter to activate this cost, you may pay the cost tap. The tap symbol is donated, rotating at 90 degrees. Also so, und es ist wirklich cool erklärt. So, lassen wir den Spaß, gucken wir uns die Karte an, die hier drunter liegt. Ist wahrscheinlich ein Stained Glass Planeswalker oder ein Land. Ich bin mir nicht sicher, was drin ist. What? Okay, ich habe mit vielem gerechnet. Wirklich mit vielem. Aber nicht mit einer Terramorphic Expanse. Hättet ihr nicht in anderes Land nehmen können? Ich meine, ich finde es großartig. Terramorphic Expanse, tappen, opfern und euer Deck nach einem Standardland durchsuchen und das getappt ins Spiel bringen. Und hier steht drauf, this card name is Terramorphic Expanse. Lands is its card type and it has no super type or subtypes. A deck may contain 4 non-basic lands copy with the same name. You may play this card during your main phase while this deck is empty and you have priority. Super interessant, super, super cool. Und and the phrase sacrifice Terramorphic Expanse, da wird sacrifice erklärt. Wow, das ist cool. Das ist cool. Also ich hätte gern hier dann Evolving Wilds drin gehabt, persönlich. Einfach nur damit es. Oder waren Evolving. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, ob es Evolving Wilds oder Terramorphic Expanse jetzt war in dem Bob Ross. Weil wenn es Evolving Wilds war und hier ist Terramorphic Expanse, umso besser. Ja. Witzig. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Ja. Das war das, das Teil hiervon. Ich verlos diese Karte nicht, weil das ganze Ding eben, wie gesagt, mir auch so gegeben wurde. Deshalb hoffe ich, ist das okay für euch. Und ihr hattet Spaß beim Video. Ich weiß, es ist Secret Layer. Ich weiß, ihr kennt meine Meinung dazu. Aber da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neublexit. Ciao, ciao.